Ja, Leute, heute werden die letzten Karten von den Gemmagic Cards hier vorgestellt. Und ich garantiere euch, in diesem Video werdet ihr reichlich was lernen können. Und deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und somit, yo Leute, was geht ab? Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hab's euch schon gesagt, heute die letzten Karten hier in diesem Video. Danach ist das Gemmagic Card Projekt beendet. Die Karten werde ich behalten. Und ich werde jetzt heute die letzten 11, 12 Karten runterrattern, weil ich gemerkt habe auch, dass es euch eigentlich nicht so richtig interessiert. Aber das Ganze ist eigentlich nicht so gut, weil überwiegend die Mehrzahl von den Leuten, die mich abonnieren, sind Zauberer. Und das, da finde ich schade, dass sie sich diese Theorie-Videos nicht angucken. Denn das sind unglaublich wichtige Videos, die wirklich jeder Zauberer braucht. Denn es geht nicht nur um Praxis, sondern es geht auch um Theorie und das. Ich will schon sagen, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist und eine echt Entscheidung von euch war, euch diese Videos nicht anzugucken. Okay, denn wir haben schon lange über die Hälfte gearbeitet mit den Karten. Die Karten, die wir bisher gemacht haben, haben so einen Stapel. Und die, die wir heute alle machen, haben so einen Stapel. Also es ist schon recht viel, was wir heute durchnehmen, aber dafür labern wir nicht lange und starten jetzt. Erste Karte, Natürlichkeitsübung. Üben. Wie sieht es aus, wenn ich eine Münze wirklich in die andere Hand übergebe? Übe weiter. Wie sieht es aus, wenn ich nicht die Münze übergebe, halt so ein Fake übergeben wie so ein Tension Mensch oder sowas? Übungsspiel. Mache mehrere Übergaben und schreib dir vorher auf, welche Übergaben Fake sind. Und welche halt richtig sind. Beispiel 236. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, dass der 236. Vanish ist Fake. Müsst ihr euch so aufschreiben. Und dann macht ihr ein Video und schickt es mal an einen Kollegen und dann muss er sagen, welche waren Fake, welche nicht Fake. Dann machst du die richtigen und unangetäuschten Übergaben. Mach das vor deinen Eltern, die müssten raten, welche Übergänge real waren. So kann man es auch machen. Das solltest du immer beachten. Handschnur-Hand-Prinzip. Ihr habt eine Münze in der Hand und übergebt sie in die andere, weil ihr sie beim Verschwinden lassen wollt. Weil ihr sie verschwinden lassen wollt. Bei so einem Prinzip gibt es eine Regel. Geht die rechte Hand hoch, geht die linke Hand runter. Das gleiche andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt die Münze bei da oben hier übergebe, dann ist es wichtig, dass diese Hand hier nicht mehr lange oben ist, sondern runter geht und währenddessen die hoch geht. Weil es ist besser, eine Hand hoch zu haben und dann da die Münze verschwinden zu lassen, als hier unten die Münze verschwinden zu lassen. Und deshalb ist es so, wenn diese Hand hoch geht und in den Fokus soll, muss die runter, damit der Fokus von hier abgelenkt wird. Also es ist wie so ein Handschuh-Hand-Prinzip halt. Die große Bewegung verdeckt die kleine. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil ich habe jetzt hier zwei Münzen und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, was es ist, aber ich habe hier noch eine Schelle. Jetzt will ich ganz klassisch mit Schütteln die verschwinden lassen. Und für die Leute, die jetzt wissen, was eine Schelle ist, wenn ich die große Bewegung mache, dann sieht man nicht, wie die Münze verschwindet. Dann Ablenkung beim Zaubern. Die besten Tipps. Versuchst du heimlich eine Münze aus der Tasche zu holen, wird es dem Zuschauer auffallen, logischerweise. Also such dir einen Grund, um in die Tasche zu greifen. Wie wäre es mit einem Stift? Beispielsweise eine Münze. Eine Münze erscheinen zu lassen. Nur irgendwo muss der Stift herkommen. Aus der Tasche? Also greifst du währenddessen zur Münze und nimmst sie einfach mit. Das gleiche, wenn du etwas verschwinden lassen möchtest. Also, ich habe jetzt in dem Fall hier keinen Stift hier. Ich nehme aber mal meine Lieblingskarte. Anhand dieser Karte wollen wir jetzt die Münze verschwinden lassen. Ich gebe die Münze in die Hand, mache das Handschuh-Hand-Prinzip und hole jetzt die Karte hier aus der Tasche und lasse damit die Münze verschwinden.
Währenddessen ich die Karte rausgeholt habe, habe ich die Münze in die Hosentasche gegeben. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du musst einen Move machen, den keiner sehen darf. Du lenkst das Publikum mit deinen Worten ab. Währenddessen machst du zum Beispiel einen Dattellift. Die Zuschauer sehen, dass du etwas machst, aber sie konzentrieren sich nicht darauf. Wenn ich währenddessen so ein bisschen unterhalte, ich habe jetzt gerade nichts, was darauf irgendwas anpasst, aber es kann ja immer sein, ob hier so eine Münze. Und ach, diese Münze ist aus dem Jahr 1882. Wisst ihr, was bei 1882 zu Ende gegangen ist? 1881. Und da haben sie jetzt nicht gesehen, dass jetzt gibt es einfach hier noch eine zweite Münze erscheinen lassen kann. Ganz einfach. Kommen wir zur nächsten Karte. Trick ausdenken. Da haben viele Schwierigkeiten mit. Erstens, überleg dir, was soll passieren. Zweitens, überleg dir, was brauche ich dafür. Drittens, denk darüber nach, wie der Trick funktionieren könnte. Viertens, überlege, ob du vielleicht noch Gimmicks brauchen könntest und bestell sie. Dann fünftens muss der Trick generell sitzen, damit du dann bei sechstens überlegen kannst, wie du sie präsentierst in deiner Präsentation und eine Story darauf aufbaust. Dann siebtens üben, 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 ganz viel üben. Und achtens den Trick vorab jemanden aus der Familie zeigen, zum Beispiel den Papa. Diese Person kann dir Tipps geben. Neuntens, dann alle Tipps, die dir gegeben wurden, umsetzen. Ganz einfach. Jetzt kommt eine Praxiskarte und zwar an Ideen kommen. Du brauchst Ideen für einen Act. Unten sind mehrere Wörter. Such dir ein Wort aus und schreibe es Buchstabe für Buchstabe mit ca. 1 cm Abstand auf. Also so von oben nach unten. Ich mach's jetzt in dem Fall mal mit. Warte, ich lese es nur mit. Jetzt hast du ein langgezogenes Wort. Der erste Buchstabe ist zum Beispiel K. Dann schreibe dazu ein Wort auf, welches mit K beginnt. Das gleiche bei den anderen Buchstaben. Alle Wörter kombinierst du mit dem Hauptwort, sodass es eine Kurzgeschichte ergibt. Wir haben jetzt das Wort Geld. Geld ist hier oben so aufgereiht. G. Was fällt mir zu G ein? Geld. Geburtstag. So. Was fällt mir zu E ein? Essen. Was fällt mir zu L ein? Lesen. D. Dieb. Zum Beispiel. Ist jetzt nur so ein Beispiel. Haben wir die Wörter? Und dann versuchen wir die zu kombinieren. An meinem Geburtstag war ich mit meiner Familie essen. Beim Essen muss man ja lange warten und deshalb habe ich mir gedacht, ich lese ein bisschen. Dabei habe ich nur leider mein Portemonnaie mit dem Geld aus meinen Augen verloren. Und dann kam leider einer, währenddessen er am Tisch vorbeigegangen ist und hat das ganze Geld mitgenommen. Und das war der Dieb. Ja, da hast du so eine kleine Kurzgeschichte zusammengefasst und darauf kannst du so einen kleinen App-Act aufbauen, dass du im Portemonnaie die ganz vielen Münzen hast und dann sind die weg zum Beispiel. Dann Brainstorming-Begriffe. Du brauchst ein Kernthema für deine Routine, zum Beispiel mit Karten oder Münzen. Unten kommen mehrere Begriffe. Suche dir einen Begriff aus und schreibe alles auf, was du dir einfällt. Vielleicht bekommst du einen Gedankenblitz und dir fällt sowas ein wie: Ich habe eine Kraft in meinen Fingern, weshalb ich die Farbe deiner Münze verändern kann. Dann haben wir hier die ganz vielen Begriffe. Und daraus können wir dann uns auch wieder, so wie es gerade eben so ähnlich war, dass wir einer Mitte haben wir ein Wort. Dann schreiben wir uns dazu auf, was fällt uns dazu ein und so weiter. Und irgendwann schreibt man ganz viel dazu auf, verbindet das auch noch so dritten Grad oder so immer da. Und dann irgendwann kriegt man ein Gedankenbild und dann hat man es. Ist eine andere Technik als die hier gerade eben. So sollten deine Tricks in Alltagssituationen sein. Auf der Straße sollten sie kurz visuell sein und es sollten Zuschauer mit einbezogen werden. Das finden Zuschauer immer ganz nett und dafür, dass man einmal kurz auf der Straße angehalten wird, ist es, finde ich, hilfreich. Im Restaurant kann auch etwas länger sein, aber die Zuschauer sollten auf jeden Fall mit einbezogen werden und vielseitig sein. Es sollte nicht immer nur das Gleiche passieren, weil sie warten auf ihr Essen oder essen gerade und das ist halt blöd. Ja? Auf der Bühne ist es auf jeden Fall gut sichtbar sein, zum Beispiel Jumbo-Karten oder richtig große Münzen. Zuschauer
Einbeziehen ist möglich und sogar gewünscht. Muss nicht immer sein, wenn ihr jetzt einen Effekt wie bei den Ehrlich Brothers macht, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Je nachdem, welchen Effekt ihr macht, wenn ihr jetzt einen Monster Truck erscheinen lasst, wäre es nicht so gut, wenn ihr wie Zuschauer mit einbeziehen würdet. Und die ganze Bühne auf jeden Fall nutzen, damit es schön groß ist und dass man alles sieht. Am Tisch sollte man die Blinkwinkel beachten, also die Zuschauer platzieren. Wenn ich jetzt hier den Tisch habe und hier stehen ganz viele Zuschauer auch in den Rücken überall um mich herum, dann muss ich die platzieren und würde alle nach vorne bitten, damit keiner von der Seite mich in meine Münzen und oder in meine Karten gucken konnte. Eine Zaubershowplan ist auch, das sehen viele Leute falsch, machen viele Leute falsch. Der erste Effekt, kurz und visuell und ohne Zuschauer. Zweiter Effekt, sollst du vielleicht ein bisschen über dich erzählen, damit die ein bisschen mehr über dich kennenlernen, aber okay. Der sollte auch kurz und visuell sein und ohne Zuschauer. Der dritte Effekt, so vielleicht ein bisschen mit Zuschauer einbeziehen und auf jeden Fall sehr visuell. Alle müssen eigentlich visuell sein. Die weiteren Effekte, so könnt ihr euch aussuchen, wie viele von euch macht, mit Zuschauern auch visuell. Finaler Effekt. Das ist auf jeden Fall der stärkste Effekt, den ihr habt. Und mit Zuschauer und es sollte auf jeden Fall euer Lieblingstrick sein. Weil dann merkt man so diese Freude und diese Energie. Den Abschluss, so nach dem Finale kommt nochmal ein kleiner Abschluss. Das sehen auch viele Leute falsch. Aber es hat so seine Richtigkeit. Es sollte ganz kurz sein, bietet nochmal ein bisschen was und ist ohne Zuschauer ganz kurz so nebenbei. An Auftritte kommen. Trete vor Freunden und Familie auf, um weiterempfunden zu werden. Freunde können sagen, ach hier mein Freund, ey, der kann sowas Gutes, da musst du unbedingt immer anschreiben. So. Nutze Einkaufspassagen, um Menschen anzusprechen und deine Tricks zu zeigen. Zum Beispiel mal auf der Straße so, mal so in der Ladenstraße zum Beispiel, stehst du mal so rum und fragst halt, sagst du den Zuschauern nicht sagen, wollen sie Tricks sehen, sondern sagen, ich habe eine neue Kreation, ich möchte ihnen kurz mal zeigen. Weil dann fragst du die nicht und dann haben wir auch nicht viel zu antworten. So, nutze soziale Medien, um deine Tricks zu zeigen, so wie ich jetzt mache. YouTube oder Instagram, TikTok, alles Mögliche, um die Tricks zu zeigen. Am besten finde ich dafür sogar Instagram und YouTube. Also bei Instagram kannst du Privatchats machen, das kannst du bei YouTube nicht und bei TikTok, so viel ich weiß, auch nicht. Und da finde ich es halt besser, in sozialen Medien da privat zu schreiben und Auftritte zu planen. Bekannt werden. Trete vor Familie, zum Beispiel im Restaurant oder am Tisch auf. Dann sehen andere Leute, dass du hier auftrittst. Und dann kommen die und fragen vielleicht auch, ob du mal was zeigen kannst. Und dann ist es wieder so weiterempfohlen werden. Gehe darauf in jedem Fall ein, denn vielleicht empfehlen sie dich weiter. Ein Instagram oder YouTube-Account hilft ebenso weiter. Jetzt sind wir bei der letzten und wirklich. Das ist wirklich die allerwichtigste Karte aus dem Kartenspiel. Und zwar ein kleiner Zauberei-Merksatz, wo alles gesagt wird. Nicht alles, was hier drin steht, da steht jetzt kein Wissen drin, aber einfach ein Merksatz. Ohne Präsentation kein Effekt. Ohne Übung keine Reaktion. Ohne Weiterentwicklung kein Erfolg. Dankeschön. Das ist ein Zauberei-Merksatz, unbedingt. Ciao, danke, dass ihr zugeguckt habt. Und damit sind die Magic Card beendet. Und liken, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Und dann sage ich ciao und wir sehen uns im nächsten Video. Und haut rein. Peace. Hi, hier ist Jön aus dem Videoschnitt und ich möchte noch mal kurz eine neue Sache ansprechen. Und zwar habe ich jetzt neuerdings bei Amazon eine Wunschliste. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich gerne supporten wollt, dann könnt ihr da was kaufen für mich. Und das wird dann bei mir ankommen. So Zaubersachen, die ich noch nicht habe oder noch mal brauche. Also supportet mich gerne, wenn ihr das wollt. Und guckt bei der Wunschliste vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dankeschön und ciao.